besiege mindestens 5 Monty-Maulwürfe. Okay. Kein Problem. Oder vielleicht doch ein Problem. Wer weiß. Wow, vielleicht ist es doch ein Problem. Scheiße, was ist denn hier los? Okay, den kann ich töten, wenn ich groß bin. Moment, gab es nicht mal ein ähnliches Level in Super Mario Maker für die Wii U? So, die beiden kriege ich ja getötet. Werden mir auch gut geschrieben, ja gut. Hm. Mir kommt das Level nämlich komisch bekannt vor. Jetzt wäre das schon in der Wii U-Version gewesen. Aber trotzdem weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie man das macht. Okay, da kommt ein Maulwurf. Moment. Und ein P-Switch. Oh, hier aufpassen vor dem Feuer. Okay, wahrscheinlich kann ich hier nicht groß werden. Aber kann der... Mist, ist der da drin? Oder... Moment, was heißt das? Ich renne mal zurück. Ich muss ja irgendwie das Ding mittransportieren. Oh, wo geht denn jetzt hin? Jetzt geht er nach da. Nicht abhauen. Gut, aber wenn er aus dem Bild ist, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so wie diese anderen alten Mario-Spiele, wo sobald etwas aus dem Bildschirm rausspawnt, ist es dann weg. So, und jetzt kann ich es mitnehmen. So, was mit dem Kerl hier? Den muss ich auch noch irgendwie töten. Und wenn ich hier drauf drücke, kommt ein Trampolin raus. Oh, dann kriege ich noch einen P-Switch. Okay, Moment. Wenn ich den Maulwurf hier mitbekomme, dass der mitkommt, der muss mitkommen. Oh, wie mache ich das denn? Komm schon, du kannst es. Ich muss dich töten am Ende. Oder ich mache das einfach so. Ah nein, mache ich halt nicht. Scheiße. Ich dachte, das hier würde zu einem Münzblock werden. Boah, ich muss ihn hier irgendwie hochkriegen. Ja, 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 sehr gut. Wo ist mein P-Switch jetzt hin? Gibt's den? Den gibt's. Ach, ich würde es wohl endlich kriegen, wenn ich will. So, dann, was passiert? Ach, das passiert, okay. Wo ist der 5? Da. Oh ne, es gibt noch mehr. Moment, was habe ich denn jetzt hier verbrochen? So, viel Feuer. Hm? Kommt alle mit. Moment, oder ich kann sie so töten, oder? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Boah, ich check jetzt das Level gar nicht. Ich glaube, das hier war jetzt auch gar nicht... Oh. Ach, die 10 als getötet. Okay. Ich wette, die nächste Challenge ist, töte alle Maulwürfe. Also, ich versuche noch mehr Maulwürfe hier tot zu kriegen. So, ich warte jetzt hier einfach. Oh, aber ich habe auch nicht mehr viel Zeit. In der Hoffnung, dass irgendwann alle da sind. Du auch? Ah, du nicht. Scheiße. Komm schon. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Jetzt aber. Nein, 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 nein. Komm, jetzt. Oh, da ist ja noch einer. Scheiß die Wand an. Nein. Das geht ja gar nicht. Wie viel kommen da noch? Nein, das sind die letzten beiden. Gut. Immerhin. Ja, der eine ist oben. Na, er fällt wieder runter. Komm, 83 Sekunden. Oh Mann. Komm schon. Ich schaff das zeitlich gar nicht, glaube ich, das Level. Zwei Bowsers warten, ne? Ich weiß ja gar nicht mal jetzt gerade, wie ich da vorbeikomme. Wieso kommen da immer mehr? Moment, die spawnen doch nicht immer wieder neu, oder? Okay, scheiß drauf. Ich versuche mal selber zu gucken, wie ich hier vorbeikomme. Ich glaube nämlich gar nicht. Ich glaube, ich habe verkackt. Sowieso. Ich hätte das irgendwie mit dem Mancher hier machen sollen. Das habe ich nicht. Okay. Also ich habe jetzt noch 30 Sekunden. Mal sehen, ob ich in der Zeit noch ins Ziel komme. Oh, das wird aber knapp. Komm schon. Ja, der eine Mancher ist sogar... Nicht der Mancher, der Maulwurf ist sogar dabei.
Ich glaube, aber es wird knapp, es wird scheiße knapp, aber ich glaube zu knapp. 7, 6. Na, er müsste einmal darüber. Scheiße, hätte ich 10 Sekunden mehr. Guck, jetzt sterben sie und ich könnte da ins Ziel rein. Aber nein, meine Zeit ist abgelaufen. Ich hätte 5 Sekunden mehr, nicht mal. Vielleicht sogar nur 3 Sekunden mehr gebraucht. Und es hätte geklappt. Dann wäre ich ins Ziel gekommen, aber jetzt ist alles verloren. Meine 300 Sekunden, ich habe echt 5 Minuten hier drin gesessen. Schon mal 2 Tote. Oh Mann. Moment, wieso liegen jetzt da? Oh, egal, wir warten einfach. Es wird schon. Irgendwann kommt er schon. Gut, ich aktiviere den mal direkt dann. Hier, damit hier der Weg aufgeht, ja. Und dann laufe ich mal nach links. Das sollte hier so bleiben, denke ich. Ich glaube jetzt nicht, dass die Blumen da neu spawnen. So, der ist frei. Wow. Hey, du Kerl, du kannst ja gut ausweichen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass er mich tötet. Okay. So, den kriege ich auch getötet. Das ist auch kein Problem. Jetzt muss ich nur einmal zurücklaufen gleich. Wobei, habe ich überhaupt die Gelegenheit dazu? Ich habe keine Ahnung. Okay, einer ist ja schon irgendwie gerade gestorben. Oh, so sterben die. Ja, die sterben. Boah, die sterben dadurch. Das ist gut. Einer ist jetzt nicht tot. Aber der kommt nach. Der kommt jetzt nach. Die kriegen wir schon gekillt, alle. So, den Maulwurf auch noch töten. Kann er nicht durchs Feuer sterben oder so? Ich glaube, der kommt da nicht mehr zurück, oder? Wo der gerade ist. Oh mein Gott. Oh, das war... Mann! Nein, ich will nicht so sterben. Oh Mann, ich habe nicht mal auf dieses Feuer geachtet, dass es mir was anhaben kann. Toll. Es geht um diese verfickten Maulwürfe hier. Oh Mann. Ich muss sie locker alle töten, das ist es halt. Das muss man ja auch irgendwie erstmal hinkriegen. Wenn da so einer ist, so einer, der im Weg steht und irgendwie gegen das System handelt, wie der jetzt von gerade, dann kann ich es eh knicken. Ich meine, da oben kommt ja eigentlich auch noch einer, also keine Ahnung. Gib. Oh Mann, nein! Ich sterbe immer wegen so einer Kacke, Alter. Was ist das denn, Mann? Gut, ich wollte das Ding haben, das hat mich getötet. Botschaft angekommen. So, der letzte, das letzte Fitzelchen von dem Feuerding. So an der Ecke. Ja, er ist so an der Ecke und dann hat man Pech gehabt. Darf man wieder von vorne machen. Muss jetzt mein P da. Ich mag das Level nicht, weil ich mag die, wo ich einfach durchlaufen kann und irgendwas machen kann, aber hier muss ich die meiste Zeit nur gucken, wie irgendwas anderes sich hier ergibt oder auch nicht ergibt. So, und den muss ich mir sofort schnappen irgendwie. Jetzt. Yes. So, dann zurücklaufen, aber Vorsicht vor dem Feuer. Oh, nicht zu sehr abgehen. Schon fast vergessen, dass er direkt auf mich zurennen wird. So, was jetzt mit dem einen Maulwurf ist, weiß ich aber nicht. Muss der auch zurück? Ich glaube, der muss auch irgendwie zu mir. Ja, verkackt. Wenn der da unten ist, habe ich verkackt. Ich weiß ja nicht, ob... Ich wette, die Challenge wird eh lauten, töte alle Maulwürfe, wisst ihr? Deswegen mache ich das. Spawnt der neu? Der spawnt neu. Der darf aber nicht in diese Ecke da reinfallen. Aber das habe ich ja nicht so zu entscheiden. Also so ein bisschen vielleicht, aber... Okay. Und jetzt... Jetzt ist auch verkackt, ne? Gut. Auch verkackt.
Der muss genau über diese Plattform und dann darüber. So, der muss jetzt, jetzt muss er drauf bleiben. Okay, wieder verkackt. Wieder von vorne. Mir geht die Zeit schon wieder aus, ne? Nur mal so. So, er muss nämlich ganz genau und perfekt auf dieser Plattform und dann. Wo ist er? Na, oh, ich gebe auf. Vergesst es, ich gehe jetzt hier weiter. Das kotzt mich hier dermaßen an, das hier machen zu müssen. Das ist furchtbar. Wirklich. Ich muss ja die ganze Zeit hoffen, dass ein Maulwurf hier irgendwie mal nach meiner Pfeife tanzt und was eh nicht geschieht. So, die kommen jetzt auch alle nicht mehr mit. Ist auch okay. Jetzt habe ich drei irgendwie nur. Hauptsache, ich krieg meine 5 voll, damit mir wenigstens erst die nächste Challenge ist bestätigt. Achso, und dann muss ich den hier noch holen. Stimmt. Dann wird mir wenigstens gleich gesagt, dann. Ja, du musst eigentlich alle haben. So, die Bowser sind tot. So, dann sag mir mal, was das nächste ist. Eh, töte alle Maulwürfe. Das hat irgendwas mit den Maulwürfen zu tun. So, da ist es. Besiege alle Monty-Maulwürfe. Und das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Ich krieg sie nämlich nicht alle tot. Allein schon wegen dem da oben. Nicht dem da. Dem anderen. Allein schon wegen dem hier. Der ruiniert schon alles. Verkackt. Verkackt. Er ist recht verkackt. Okay, vergesst es. Und tot. Okay. Dann nochmal ganz von vorne, weil es jetzt unbedingt sein muss. Boah. An der Challenge werde ich noch richtig, richtig lange dran sitzen. Es ist mir jetzt scheißegal, dass ich den P-Switch nicht geholt habe. Also aktiviert da habe mit dem Trampolin. Es geht mir jetzt erstmal um dieses Ding hier. Jetzt. Oh, nicht jetzt. Dann wieder doch nicht. Scheiße, seht ihr? Sieht so knapp aus. So, diesmal könnte es was werden und dann. Ja, jetzt bin ich ja nicht runter irgendwie. Keine Ahnung. Deswegen muss man direkt wieder sterben gehen. So, es sieht immer so aus. So, diesmal macht er es. Diesmal macht er keinen Scheiß. Und am Ende macht er den Scheiß. Ich kann es nicht beeinflussen, ist die Kacke. Ich komme nicht mal mehr hier dran vorbei. Also, ich weiß, dass der natürlich da lang läuft, wo ich stehe, ne? Also, ich weiß jetzt, dass ich nicht einfach nur blind hoffen muss, sondern schon irgendwie richtig stehen muss. Aber trotzdem kann ich ihn ja nur so miserabel lenken, dass er fast gar nichts bei rumkommen kann. Wow. Ich bin ausnahmsweise mal nicht gestorben. So, hier und dann. Nein, nein, nein. Ja, nein, auch nicht. Ach, Mann, Alter. Oh, nicht zu weit da, nicht zu weit das, nicht zu wenig, nicht zu viel. Irgendwie alles, was man macht, ist eh wieder am Ende falsch. So, jetzt muss er irgendwie ganz geschickt da drauf bleiben. Nein, nein, nein! Fick dich doch, Alter. Oh! Fuck! Okay. Ey, langsam geht mir nämlich die Geduld weg. Deswegen fange ich an zu brüllen. Es ist echt. Dieser Maulwurf. Nicht mal nur er, das ist ja das Problem. Selbst wenn ich in 2 Millionen Jahren mal ihn kriegen würde, das zu tun, was ich will, dann gibt es ja da hinten immer noch ein paar andere, die mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Nein. Der ist voll durchgecruised, keine Ahnung, voll durchgerannt wie sonst was. Nein, nein. Auch nicht. Genau das gleiche wie jetzt eben ist passiert. Nicht zu sehr. Was? Ich habe nicht mal einen Einfluss darauf. Wirklich. Wenn er sagt, er rennt jetzt so durch oder auf diesem Laufband da, dann passiert das auch. Was soll ich dagegen machen? Stopp. Oh mein Gott. Okay, er ist da. Jetzt nur nicht sterben.
Außerdem muss ich ja auch einen P-Switch kriegen irgendwann. Moment, ich habe das jetzt gar nicht mehr zu Ende gedacht. Okay, doch, er kommt runter. Er ist tot. Gut, jetzt brauche ich nur einen P-Switch noch. Boah, ich bitte nicht sterben jetzt. Ich sehe schon, durch irgendeine Ungeschicktheit sterbe ich ja noch. So, mit denen hier arbeitet es hier, arbeitet es sich viel angenehmer. Die kommen auf jeden Fall an irgendwann. Das weiß man. Auch wenn es eine Ewigkeit dauert. Guck mal, jetzt geht mir auch schon wieder die Zeit locker noch aus. Ich habe schon mehr als die Hälfte der Zeit nur wegen dem da verbracht. So, schnell zurück. Dem da. So, und das war ja noch... Oh Gott, lange nicht alles. Noch lange nicht alles, das ist ja das Problem. Kriege ich die auch so da hoch? Aber der Mancher tötet die auch so teilweise, deswegen... Ne, den Mancher nehme ich schon mal mit. Der Mancher kann ein paar von denen töten. Wo ist der dritte? Okay, Moment, ich versuche jetzt mal. Keiner von denen stirbt. Oder? Doch, als einer. Ich warte mal hier so lange. Komm schon, das ist echt jetzt random. Ob und wann die sterben gehen. Boah, das sah jetzt knapp aus. Scheiße, meine Zeit, Alter. Hab noch weniger 2 Minuten. Oh Mann, komm, jetzt der, nein! Okay, warte, wenn die jetzt auf der Seite stehen, beide auf der Seite sind, dann kann ich die beiden doch... Okay, noch einer ist gestorben, wunderbar. Oh Mann, oh meine Zeit. Komm rüber, komm rüber. Komm rüber, du Scheißteil. Okay, gut. Müssen wir den mal hier... Nein! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Komm, komm, komm mit darüber. Ja, 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 gut. Der muss sich jetzt von denen kaputt machen lassen. Boah, jetzt wird das echt knapp mit der Zeit. Jetzt kommt der nicht an ihm vorbei, oder was? Komm, bitte. Ja. Und jetzt lass dich zerstückeln. Ja, gut. Und jetzt muss ich zurück? Was? Wieso ist denn da... Wieso ist da noch einer? Er muss nämlich noch sterben. Fuck, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich mal wieder nicht. Wieso ist da jetzt noch einer auf einmal? Der war eben nicht da. Komm, komm, einfach mit. Auf gut Glück. Entweder es klappt jetzt oder es klappt nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, warum er jetzt auf einmal... Das ist unfair. Wirklich, ich kann, habe keine anderen Worte mehr dafür. Es ist einfach nur unfair. Nein, zu schnell. Seht ihr, meine 35 Sekunden, das ist, die Challenge ist verkackt. 9 von 10, ja. Der, auf einmal ist er da, wisst ihr? So, wenn ich das jetzt in 28 Sekunden schaffen würde, aber da ja schon der Mancher weggespawnt ist, müsste ich jetzt in 20 Sekunden das von eben alles nur von vorne machen. Und das schaffe ich halt nicht. So, weil jetzt sind sie alle tot, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Verkackt. Das ist zum Kotzen, Alter. Wirklich. Ich könnte... Ja. Wieso ist der eine dann aus dem Nix irgendwann doch gespawnt? Ungerecht. Ungerecht, wirklich. So, dann wieder alles von vorne. Allein schon, dass der eine hier am Anfang, nicht der hier oben. Ich will keine Hilfe haben. Was würde es mir auch bringen? So, der da oben, der ist schon eh der Schlimmste. Er muss ganz geschickt da drauf. Verkackt. So. Ja, gut. Gut, das bringt mir einen großen zeitlichen Vorteil ein. Wenn ich ihn jetzt schon habe. Boah, und nicht sterbe dabei. Boah, ich muss nochmal zurück, ne? Gut, gehen wir mal zurück.
Ich weiß nicht, ob ich es auf dem Standpunkt nochmal verkacken kann. Ist jetzt auch nicht ohne, hier lang zu kommen. Okay. Er ist da. Er kommt. Ja, komm runter. Nicht sterben dabei. Kommt hier so ein P-Switch? Von irgendwo. Selbst jetzt bin ich von der Zeit nicht viel besser als eben mehr dran, glaube ich. Ich glaube sogar gar nicht. Und ich habe einfach so wenig, was ich machen kann in diesem Level. Wisst ihr, so wenig, da ich die Sachen mal selbst irgendwie in die Hand nehmen kann. Ich bin ja einfach nur auf Glück und irgendwas muss hier von allein passieren angewiesen. Das ist voll kacke. Ich habe jetzt schon zu wenig Zeit, glaube ich. 200 Sekunden. So, vorsichtig. Darf ich nicht kaputt gehen bei. Das wäre erledigt. So, und dann kommen wir zum nächsten Problemfall, nämlich den nicht spawnenden Kerl hier. So. 4 Stück. Es müssten hier drin 5 sein. Sind es. Zumindest jetzt. Sind es jetzt nur noch 4? Jetzt sind es nämlich nur noch 4. Was für eine Schweinerei. Jetzt sind es wieder 5. Der eine spawnt einfach weg und dann muss man nochmal zurück und hin, damit er wiederkommt. Und jetzt muss ich einfach nur... Ah, die sterben eh nicht so, oder? Manchmal sterben die so. Der eine kommt jetzt nicht mit, oder? 2 kommen nicht mit. Kommt alle mit. Jetzt ist der eine weggespawnt, oder? Ist der tot? Ich weiß es nicht. Moment. Doch, er ist tot. Jetzt ist der tot, jetzt ist der tot. Wenn er jetzt noch stirbt, ist gut. Dann habe ich diesmal eine Chance. Er ist tot. Gut. 9 von 10. Dann rennen wir zurück. Flambieren den einen, der hier noch ist, irgendwo. Diesmal, glaube ich, wenn jetzt nichts schief läuft durch irgendwas Doofes, zum Beispiel, wenn ich mich durch Feuer hier auf einmal treffen lasse, schaffe ich es, weil die sind jetzt alle 10 tot. Jetzt muss ich nur noch den Mancher hier einmal ans Ende bringen. Runter, rauf, runter, rauf. Ja, selbst jetzt schon mit der Zeit, ne? Aber ich schaff's auf jeden Fall. Aber ich wollte nur sagen, selbst jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit. Also selbst jetzt ist schon knapp. Relativ. Aber es sollte diesmal geschafft sein. Wenn jetzt nicht irgendwas richtig Doofes passiert, habe ich es ein für alle Mal hinter mir. Oh, yes. Okay, nicht jetzt. Ich muss über diese Mannschaft überspringen. Ich habe schon in meinem inneren Auge gesehen, so, ich renne gegen die Mancha oder springe rauf oder irgendwas, was mich richtig zum Heulen bringen würde. So, diese perfekten Maulwürfe sind alle tot. Speichern und beenden, ich will nicht mehr. Ich brauche jetzt erstmal echt eine Pause davon, weil das habe ich gerade ganz schön mitgenommen. Oh, das war ein scheiß Level. Okay, wir haben es hinter uns. Machen wir im nächsten Part dann weiter und dann haben wir wieder... Ich wollte sagen, hoffentlich bessere Levels, aber ich bin mir sehr sicher, danach haben wir wieder etwas, wo wir ein bisschen uns austoben können, rumhüpfen und rumlaufen können und unseren Spaß haben. Also bis zum nächsten Part dann.